Ja, schönen guten Abend an alle Arjuna Trader Fans. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie im Namen von FX Flat zum heutigen Arjuna Trader Helpdesk Webinar mit Carsten Berger herzlich willkommen. Das Webinar lebt natürlich von Fragen, das heißt, es soll kein Monolog von Carsten sein, sondern soll eher ein Dialog stattfinden, wo Sie alle offenen Fragen zum Arjuna Trader stellen können, die Ihnen wichtig sind. Ja, und vor allen Dingen denken Sie mal daran, es gibt keine dummen Fragen. Ja? Bevor wir jedoch mit dem Webinar starten, haben wir immer die Risikohinweise. Ja? Das heißt, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Ja? Und die Meinung des Referenten muss sich mit der von FX Flat übereinstimmen. Carsten, du bist soweit? Ich bin soweit, wir können losgehen, Wolfgang. Okay, dann wünsche ich viel Spaß und wirklich viele, viele, viele Fragen stellen. Okay, dann übertrag mal den Bildschirm. Bin dabei. Schauen wir doch mal. So, suche ich mir ein Bildschirmchen aus. Also. Nehmen wir den. Okay, dann fangen wir schon an. Herzlichen, schönen guten Abend von mir aus Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin. Ich begrüße alle, die jetzt hier mal teilnehmen an dem Arjuna Trader Help, das Webinar, das ja hier auch im monatlichen Rhythmus stattfindet. Und das ist natürlich kein Monolog hier meinerseits, sondern ganz im Gegenteil, es soll rund um den Arjuna Trader gehen, der ja eine exzellente Software ist. Und natürlich auch unheimlich viele Features hat, Funktionen hat, die, aber wenn man so eine funktionable Software hat, mit so umfassenden Möglichkeiten, sich natürlich nicht immer intuitiv erschließen. Und von daher ist es heute an euch auch, sage ich mal, die Infos zu holen, die ihr wollt. Denn ihr könnt mich direkt fragen. Das ist im Endeffekt eine Live-Schaltung in den Support, würde ich mal sagen. Sollte es Fragen geben, die ich nicht sofort beantworten kann, dann zeige ich euch noch eine E-Mail-Adresse, schreibt mich an. Ich mache mich sachkundig und ihr bleibt nicht unbeantwortet mit eurer Frage zurück. Geht dann natürlich ein bisschen später, denn auch ich weiß nicht alles. Ich habe auch meine Abläufe, Routinen, wenn ihr die Arbeitsfläche bei mir seht, Perlentorer-Tool, was ich benutze. Da bin ich extrem fit. Natürlich gibt es Features, die ich schon lange nicht benutzt habe. Dann lese ich das nach und ich reiche euch die Antwort natürlich dann nach. Was erwartet euch heute? Natürlich haben wir, will ich mal aufklicken hier, so, zack, Aktuelles zum Arjuna Trader. Und zwar ist es ja so, dass auch FX Flat jetzt die Möglichkeit hat, zum einen über den MetaTrader anzudocken an den Arjuna Trader. Das ist nichts Neues. Neues in dem Fall, dass die Schnittstelle auch zum MetaTrader MT5 angedockt werden kann. Und zwar sind die da richtig am Ackern bei FX Flat und Arjuna Trader und das wird getestet und es sieht gut aus. Und ich wurde auch gefragt im Vorfeld schon, wann dann das stattfindet. Und ich muss sagen, das sieht aus, als spitzt es sich zu, dass der Schwerpunkt auf diese Anbindung gesetzt wird, weil ja auch noch viele weitere neue Features für den Arjuna Trader hinzukommen sollen. Aber wie es bei Software so mal ist, kennt ihr ja auch von Windows Releases oder ähnliche Software, es gibt da immer noch was zu tun und deshalb ist ein Termin von meiner Seite aus jetzt hier nicht zu nennen. Wenn ich etwas erfahre über das Arjuna Trader Team, über das Entwicklungsteam oder vom Chef persönlich, mit dem ich im engen Kontakt stehe, werde ich das natürlich hier auch gerne weitergeben. Aber jetzt wäre alles, was ich sagen würde, Spekulation. Abwarten. Die sind heiß dabei und ich bin auch gespannt, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Aktuelles heißt in dem Fall auch zum Arjuna Trader, dass natürlich FX Flat nicht nur den MT5-Anschluss hat oder den MT4 ja schon laufen hat, sondern auch jetzt die TWS, also Interactive Broker Konten vermittelt, wo der Arjuna Trader natürlich auch anzudocken ist und dann natürlich auch parallel zu handeln wäre. Eine MetaTrader 4 Schnittstelle, sprich eine spätere MT5 Schnittstelle und die TWS. Also ihr könnt im Endeffekt CFDs dort handeln.
und Aktien zum Beispiel in der TWS mit einer Kontoeröffnung über CapTrader oder in dem Fall lieber bei FX Flat, weil die haben halt in dem Fall auch noch etwas günstige Konditionen. Und der Service, seid ihr gewohnt, ist bei FX Flat auch immer gut. Und von daher eine weitere Möglichkeit über diesen Broker, das Spekulationsuniversum zu erweitern. Und das auch aktuell ist, Anbindungen an die TWS mit dem Agena Trader haben in letzter Zeit zu Fehlfunktionen geführt in dem Ordering. Und da bitte ich euch bitte, Folgendes zu beachten. Wahrscheinlich habt ihr schon ein Update gemacht und habt den Hinweis auch per E-Mail bekommen, wenn ihr Kunde seid bei Agena Trader und mit der TWS arbeitet. Bitte updatet auf die Version 2.70.219 am Ende. Und ganz wichtig, nutzt die stabile Version der TWS für diese Anbindung. Das nochmal als Hinweis. Und mein kleiner Tipp dabei, kontrolliert immer die Orders. Wenn ihr anfangt zu traden, ruft die TWS am Anfang auf, weil die ist die Referenzplattform. Ne? Der Agena Trader ist eine autarke Software, die andockt an eine Schnittstelle der TWS oder des MetaTraders. Und die Referenzplattformen sind immer die des Brokers. Ja, also die sagen natürlich dann, wo der Hase langläuft und welche Orders letztendlich ausgeführt sind. Und wenn ihr da reinschaut, das empfehle ich auch meinen Coaching-Kunden immer, hey Leute, wenn ihr anfangt, der Workflow sollte immer sein, schaut euch erst die Referenzplattform an. Startet die TWS oder den MetaTrader, schaut dort rein, was liegen da für Orders drin. Sind das die, die ihr auch so gewollt habt oder ist da irgendetwas falsch und da zu viele Orders drin? Dann startet den Agena Trader und verbindet den dann mit der Referenzplattform und vergleicht das, was da in der Referenzplattform ist, TWS, MetaTrader, und schaut euch dann an im Ordering-Tab beim Agena Trader, was dort zu handeln ist. Ja, ganz wichtig. Und wenn da ein Fehler auftritt, bitte immer die entsprechende Verbindung erstmal wieder lösen. Also Agena Trader die Verbindung zur TWS oder MetaTrader, die Verbindung lösen, die Orders, die überflüssig sind oder zu viel oder zu wenig, bitte repariert die dann in der entsprechenden Referenzplattform, im MetaTrader oder in der TWS. So, und wenn ihr da Probleme habt, dann müsst ihr im Agena Trader, das kann ich euch kurz zeigen, damit wir jetzt auch das aktuelle Thema haben, bevor wir weitergehen in den Themen. Wenn ihr letztendlich Probleme habt mit den entsprechenden Orders, dann müsst ihr auch die entsprechenden Strategien, also hier dieser Punkt hier, der aussieht wie so eine rote Sonne, sage ich immer zu meinen Leuten. Rote Sonne ist der AT++, die Funktion. Und da könnte es mit der Latest-Version von der TWS, ja, immer die aktuelle Version, die immer geupdatet wird, kann es zu Problemen kommen. Deshalb bitte, bitte nutzt diese Stable-Version. Und wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann ja, klickt hier auf diesen AT++-Button und beendet dann im Endeffekt diese Strategie, die ja hier dann mit einem Doppelplus angezeigt werden würde. Jetzt ist sie ausgeschaltet. Wenn ich jetzt wieder einschalte, dann wird diese Funktion hier angezeigt, Plus-Plus. Das heißt, diese Plus-Plus-Funktion arbeitet und hat dann einen Algorithmus laufen und der mit der aktuellen TWS in der Latest-Version halt Probleme macht. Deswegen, mein Tipp ist es dann auch, das Ding auszuschalten, halt diese rote Sonne drücken, dann sind die Plus-Plus-Zeichen weg und dann könnte man das mit manuellen Orders machen. Dann habt ihr natürlich keine Positionsgrößenberechnung mehr, keine automatische Order-Nachführung von Stops, von Soft-Trail und Hard-Trail und so weiter. Aber das wäre eine Möglichkeit, dieses Problem zu unterheben. Also, Fazit. Bitte auf die 2.7.0.219 updaten. Das ist diese Version. Ich habe sie schon getestet. Die läuft gut in der Verbindung mit der TWS. Und dann sollte auch dieses Problem behoben sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich immer an den Agena Trader Support wenden. Das war mir ganz wichtig, weil es ja ein aktuelles Thema ist im Moment. So, und die Fehlfunktion kommt wohl aus dieser neu gebildeten TWS, wo der Agena Trader einfach aufläuft und wir wollen ja keine Probleme haben, sondern sicher handeln. So, eure Fragen zu den AT-Funktionen stehen natürlich auch im Mittelpunkt. Da habe ich im Vorfeld schon etwas bekommen, davon gehen wir dann ein darauf. Und natürlich auch habe ich ein kleines Thema vorbereitet, Instrumentlisten.
Watchlist und Co., ja, was ja bei vielen beim Instrumentenlisten immer falsch verstanden wird. Letztendlich sind es diese Watchlisten, Screener und so weiter, wie man das am besten anlegt und wie man das überhaupt macht und wie kriegt man diese Tabs in den Algina Trader zum Beispiel rein. So, und natürlich könnt ihr auch immer eure Fragen zwischendurch stellen. Ich schaue dann mal auf Fragen und extrahiere mir das mal hier. Dann sehe ich nämlich schon, da ist schon was geschrieben. Fleißig. Super gemacht. Muss man jetzt mal aufrufen. So, dann hatten wir eine Frage im Vorfeld. Jetzt muss ich nochmal umschalten darauf. Ja, wenn man viele Fenster hat, ich habe nur drei Bildschirme. Also ist hier kein Bildschirmmassaker in der Weise. Wo ist diese Mail? Da ist er. Hat mir ja schon der FX Flat Support geschickt. Und dann zum Michael. Michael, du hattest gefragt, wie es denn aussieht, wenn man einen Markttechnik Pro Add-on hat von Algina Trader, wie man das einrichten kann. Das ist in dem Fall ja von meiner Seite aus eigentlich immer das gleiche Thema. Wenn man einen Add-on hat, was man an den Algina Trader anschließen möchte, dann kriegt man ja, wenn man das gekauft hat, eine E-Mail vom Support. Ja. Da drin ist dann halt der Link, wie man halt dieses Add-on von der Software herunterladen kann. Und man sollte sich dann auch abspeichern und merken, wo das gespeichert ist, wenn man es runtergeladen hat. Des Weiteren bekommt man einen Software-Schlüssel, einen Key, eine Freischaltungs-Key dafür. Ja. Und wenn man das dann anschließen möchte, jetzt kommt der China-Trainer wieder rübergeflogen, dann ist das für alle Add-ons im Endeffekt gleich und eine Empfehlung von meiner Seite aus, auch so zu verfahren. Ihr macht zuallererst, bevor ihr irgendein Add-on installiert, immer ein Backup, bitte. Ja? Auch wenn die Software das in dem Fall vielleicht alleine vorschlägt oder so weiter, ihr macht eins. Und zwar geht ihr dazu auf Haupt, Backup, dann geht ihr auf Backup, geht da drauf. Dann sagt er, hey, du hast Datenverbindung, schließe die mal bitte. Ja, das geht nicht gleich. Man könnte die hier unten ja gleich wegklicken. Dann sagst du, okay. Und dann hat er das Backup da. So, ich habe die Datenverbindung immer noch und könnte die jetzt immer noch nicht kürzen, weil die ja also lösen, weil die steht ja noch verbunden. Also müsste dieses Ding wieder schließen. Ist nicht ganz komfortabel, weil wenn ich das vergessen habe, habe ich jetzt mit Absicht gemacht, dann hänge ich halt da drin, muss das Backup wieder schließen. Also fange ich jetzt an und schließe hier meine Datenverbindung und meinen SIM-Account, dass beides auf Rot ist. Kann man hier unten machen, indem man mit der rechten Maustaste hier raufklickt, auch wieder verbinden. Das geht schnell. Oder man kann es hier überhaupt Verbindungen lösen, wenn man welche hat, oder halt wieder starten, wenn man sie möchte. Also entweder über das Menü Haupt oben kann man Verbindungen aufbauen oder schließen. Oder ganz schnell mit der rechten Maustaste für die, die das schon drauf haben. Das geht dann halt wieder wesentlich komfortabler und schneller. So, fürs Backup also die Verbindung hier lösen. Hier müssen die roten Leuchten aufleuchten. Dann dürft ihr auch ein Backup machen. Zurück zum Backup. Klicken wir auf Haupt. Backup. So, und ich empfehle die Einstellung so, wie sie einfach ist, empfohlen, einfach zu übernehmen. Da ihr hier für das Algina Trader Paket und die entsprechenden Trading-Tagebuch Arbeitsplätze Pakete braucht ihr einen Speicherplatz von 697 Megabyte. Also da gibt es eigentlich keinen Grund mehr bei den großen Festplatten oder wo immer man das speichert, ja, auf einer Cloud oder und so weiter, da jetzt zu sagen, nee, ich mache kein Backup, bitte klickt da einmal die Woche wenigstens drauf und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist schon sehr komfortabel, dieses Backup. Wenn ihr Protokolle und Historien, Replay und Schnappschüsse dazu nehmen wollt, dann steigt das Ding schon mal auf 800 an. Das ist also auch mein Add-on. Das ihr seht, das ist nicht ganz so groß. Wenn man es möchte, kann man das machen. Ich mache es mal so, das entsprechende Verzeichnis angelegt, klicke auf OK und dann läuft hier im Endeffekt das Backup durch. So. Wenn ihr dieses Backup gemacht habt und habt hier so einen Arbeitsplatz, egal welchen ihr benutzt, das ist ja mein Arbeitsplatz, mein Originalarbeitsplatz, dann schaltet ihr, bevor hier ein Add-on dazukommt, bitte einfach mal auf einen anderen Arbeitsplatz. Also hier auf Haupt, Arbeitsplatz und dann seht ihr hier meine Arbeitsplätze letztendlich, die hier drin sind.
Wir haben aber auch hier unter keine Kategorie. Also noch ein paar andere drin von mir. Jetzt suche ich mal, wo der ist, den ich brauche. Default. Ja, ihr nehmt den Default-Arbeitsplatz und zwar wechselt ihr auf den, speichert den anderen ab, mit dem ihr sonst arbeitet. Dauert ein bisschen, dann lädt ihr diesen Arbeitsplatz rein. Schwupps ist der Arduino Trader wieder auf dem anderen Bildschirm. Dann kommt er wieder zurück. So, jetzt seid ihr auf diesem Default-Arbeitsplatz und jetzt würde ich empfehlen, dann ein Add-on hinzuzufügen. Warum mache ich das? Erfahrungen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass es passieren kann, wenn ich ein Add-on einfach so in meinen laufenden Arbeitsplatz mache, doch eventuell etwas durcheinander bringen kann. Ist ja immer so, wenn ich einer anderen Software irgendetwas hinzufüge, was jemand anders programmiert hat oder so, dann könnte es zu Problemen führen. Dann wäre es ja schade, wenn man sich seinen Arbeitsplatz, den man mühevoll erstellt hat, und Leute, die ihren eigenen Arbeitsplatz erstellt haben, denen das schon mal passiert ist, die wissen auch, wovon ich rede, wie viel Zeit es braucht, das Ding wieder so fit zu bekommen. Also schaltet auf Default an, um das euren bestehenden Arbeitsplatz nicht irgendwie zu riskieren oder zu zerschließen. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir Folgendes machen. Wir können die entsprechende Software, ja, Tools klicken, Pakete importieren. Da kommt nämlich dieser Backup-Empfehlung. Okay, das macht er aber nicht. Und wir müssen uns jetzt die Dateien, ihr findet dann halt das entsprechende, ich gucke mal rein, GinaTrader-Pakete, aktuelles Adpack zum Beispiel, sieht dann irgendwie so aus, glaube ich. Genau. Ja, also so ein Adpack, dann habt ihr euer Addon mit den entsprechenden Namen und dann klickt ihr da drauf und dann wird das Ding installiert. So. Dann hat das Addon meistens einen eigenen Arbeitsplatznamen. Das heißt, ihr werdet es kaum in diesem Default-Arbeitsplatz finden. Müsstet halt dann umschalten auf Hauptarbeitsplatz. Wo immer das Ding dann steckt, entweder hat es eine Kategorie oder wie mein Arbeitsplatz hat halt eine Kategorie, findet ihr diesen Arbeitsplatz und schaltet dann wieder um auf den entsprechenden Arbeitsplatz. Das ist auch mal interessant. Wo ist mein Arbeitsplatz? Moment, wer ist es? Da ist er. So. Und jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt mein Add-on, was ihr habt und ihr hättet es installiert. Dann dauert das eine Weile, bis er das wieder aufruft. Ihr seht ja auch hier die entsprechenden, das ist der GinaTrader wieder auf dem mittleren Bildschirm, hier wieder rüber. Dann wäre euer, in dem Fall das Markttechnik Pro Paket für den Micha jetzt hier auf dem Bildschirm. Und wahrscheinlich ohne Funktionen, oder du siehst wahrscheinlich noch nichts, warum, weil du einfach hier noch die Lizenz eingeben musst. Da ist hier oben My Account, klickt man da drauf, dann siehst du hier den entsprechenden Schlüssel, ja, den du irgendwie hast, und dann müsstest du hier das dazugeben. Bedeutet, Markttechnik Pro ist, wo ist Markttechnik Pro? So viele mittlerweile, da kann man ja Glück mehr kommen mal durch. Oh, da ist es. Da ist es, ne? Da Markttechnik Standard, Markttechnik Professional. Dann klickst du es auf, markierst dann hier unten den Schlüssel eintragen und auf Aktivieren klicken. Dann bist du auch für das Ding freigeschaltet. Also so richtet man das ein. Solltest du mit Einrichtung etwas anders meinen, wie man das sich einrichtet, wie man das dann für sich selbst aufbereitet, dieses Tool, das ist natürlich umfassend, das kann ich jetzt natürlich hier nicht beantworten, weil das ist ja auch individuell. Ja, was nutze ich da für Einstellungen und so, das ist ein mächtiges Tool. Das ist schon sehr vertiefend, wie man das einrichtet. Also eine Anbindung in dem Fall. Michael sagt, super, danke. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Dann habe ich eine Frage reinbekommen und der Micha hat auch noch mal eine Frage gestellt.
Warum hat man keine Charts, wenn man mit der TWS verbunden ist? Die hatte die der Support, der Wolfgang ja schon beantwortet. Für den Agena Trader muss man halt einen Datenfeed abonnieren. Ja? Und für diejenigen, die jetzt mal einen Agena Trader ja, benutzen, habe ich den Tipp, dass man ja auch den Yahoo Datenfeed benutzen kann, der kostenlos ist und ein End-of-Day-Datenfeed ist. Ja, wird nicht so viel gewartet. Es gibt bestimmt einige Instrumente, die jetzt da nicht gemappt sind. Aber für den DAX, für den S&P 500, für die gängigen Aktien, die man hat, einen Schlusskurs für kostenlos zu bekommen, um in der Software erstmal zu arbeiten, also nur Tagesendkurse, kann man dann natürlich auch den Yahoo Datenfeed benutzen. Ne? Das braucht man jedenfalls. Ansonsten gibt es natürlich auch Realtime-Datenfeeds, Tick-Charts und so weiter. Für die braucht man natürlich einen guten Datenfeed. So, jetzt mal kurz zwischendurch mal reingesprungen. Manchmal kurz weiter in meiner Dings. Ihr kennt mich, die meisten kennen mich, das bin ich. Könnt ihr nachlesen, auch in den entsprechenden Aufzeichnungen, möchte ich gar nicht drüber eingehen. Die Daten, die da drin stehen, die stimmen auch noch. Warum bin ich Agena Trader Coach? Weil ich seit 2011 diese Lizenz habe und zahlreiche Videos gemacht habe, bei Add-ons, die entwickelt wurden, mitgeholfen habe, in Kontakt stehe mit Tradern, die das halt auch professionell nutzen und auch mit dem Support-Team. Deshalb bin ich hier in dem Fall, glaube ich, auch der entsprechende Ansprechpartner dafür. Wenn ihr euch entscheiden solltet, diese Software zu kaufen, dann seid doch so schlau und startet erstmal kostengünstig, weil ich nämlich die Installation übernehme und den Funktionscheck inklusive und natürlich ihr auch einen direkten persönlichen Draht und Service zu mir habt und ihr spart euch die 75 Euro der Installation, wenn ihr das über das Agena Trader Team macht. Also bei mir ist das mit bei, wenn ihr das über einen Affiliate-Link macht. Ne? Und zusätzlich, jetzt kommt's, kriegt ihr auch noch eine Coachingstunde im Wert von 129 Euro gratis, wo jeweils nach eurem Kenntnisstand ich gerne bereit bin, auf die Agena Trader Funktion einzugehen. So, wie findet ihr das? Na, da hole ich mal meine Homepage schnell rüber, damit wir wieder schnell zu den Fragen kommen. So, tradercoach.de, meine Seite, ihr klickt auf Leistungen und dann auf Services. Ja. Und dann habt ihr hier natürlich die entsprechenden Möglichkeiten. Das sind meine Partner. Ich mache das auch mit CapTrader, aber ja, intensiv auch mit FX Flat. Klickt auf dieses Logo und werdet dann weitergeleitet zur Kontoeröffnung. Ja. Und auch da kriegt ihr eine Coachingstunde. Das muss ja nicht für den AT sein, sondern rein um Trading-Fragen natürlich auch. Oder zu meinen Strategiefragen. Genauso bei der Agena Trader Bestellung der Andromeda Version oder einer anderen Software klickt ihr hier rüber, bekomme ich in dem Sinne auch ein Affiliate, natürlich eine Summe dafür. Für die geht ihr aber nicht einfach leer aus, sondern ihr bekommt, wie gesagt, diese Installation des Agena Traders und diese Coachingstunde von mir gratis dazu. So, das dazu. Gehen wir nochmal wieder weg. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Die Frage kam nämlich auch. Wo sind Videos zu finden? Also hier bei mir unter Leistung, Webinar und Videos findet ihr zwei Kategorien. Es ist einmal die Videos zur Perlentaucherstrategie, wo ich ja hier auch meine Webinarserie mache. Da könnt ihr mal reinschauen, Videos ansehen. Dann habt ihr hier im Endeffekt, sag ich mal, die ganze letzte war am 16.09. Und wer anfangen möchte, sollte sich dieses Video anschauen. Und die letztendlich hier abgearbeiteten Sachen und kann dann im Endeffekt springen, weil wir ja immer aktuelle Themen haben. Ja, die letzte ist dann immer das Aktuelle. Wir haben aber genauso noch die Agena Trader Videos. Und auch da gibt es noch eine tolle Serie, wie man sich zum Beispiel eine ganze Strategie erstellt nach Larry Williams für den Agena Trader. Ja, in vier Teilen aufgeteilt, fangt mit dem ersten am besten an. Ihr seht, um was es hier geht. Und von der Idee letztendlich dann bis zur Fertigstellung. Finde ich, ist super oft angeklickt worden, kam auch ein tolles Feedback. Gilt immer noch und von daher kann ich euch das ans Herz legen. Hier sind dann auch noch FX Flat Helpdesk Webinare dabei. Ja, da seht ihr hier. Und Tutorials, das letzte über Preisalarm ist hier drin. Dann habe ich hier eigene Tutorials gefertigt zum End-of-Day-Trade simulieren. End-of-Day-Screener, das ist übrigens doppelt hier drin, sehe ich gerade.
Orderfunktion, Trading-Journale, Signale erstellen, Handelsstrategie und so weiter und so fort. Ja, also da könnt ihr euch einfach zurücklehnen mit eurem Tablet und lernen in der Sonne, solange es noch scheint. So, das dazu, das hatten wir auch. Ich glaube, es ist super, das kennen wir auch. Und wenn ihr Fragen habt, ja, schaut auf meiner Homepage, da gibt es auch ein Kontaktformular oder schreibt mir direkt eine E-Mail. Liebe den persönlichen Kontakt cb@tradercoach.de. Beantworte jede E-Mail. Kann manchmal ein bisschen dauern, aber ihr kriegt eine Antwort. Und scheue mich dann auch nicht mal per Skype eventuell einfach mal ein Gespräch zu führen. Okay, so, das weg wieder zum Margina Trader. Nächste Frage. Ich mache erstmal wieder hier die Verbindung klar, damit man hier was sieht. Dann sieht das ja unschön aus. Lass den Datenfeed mal laufen. Ihr seht hier mit Zahl 295, heißt, ich habe jetzt 295 Instrumente, die jetzt hier gerade wieder bestückt werden mit Daten. Und rechts seht ihr hier einen Fortschreitungsbalken. Da seht ihr, wie viele Bars hier gerade eingeladen werden. Ja, das sind schon ein paar tausend. Das dauert manchmal. Manchmal geht es auch schneller. Lassen wir das laufen. So, Fragen, was haben wir denn hier? Der Beat, wenn ich es richtig ausspreche, steht Beat. Benutze den Arjuna Trader seit heute. Respekt, also herzlich willkommen in der Gruppe. Habe die Verbindung zur TBS hergestellt. Ja, die Verbindung ist hergestellt, doch kriege ich die Charts nicht angezeigt. Das waren ja auch die Fragen. Die Märkte konnte ich herunterladen, können Sie mir weiterhelfen? Wie gesagt, ein Datenfeed reinzubekommen ist ja, wenn man die TWS hat, kann man ja auch einen Datenfeed innerhalb der TWS buchen. Ja, das ist jetzt wieder, um das mal zu erwähnen, zurückzugehen auf die Zahl, die hier steht. 295 Instrumente ist der TWS, also von Interactive Brokers. Die Daten, die dann angeschlossen sind, im Margina Trader nur in der Lage, 100 Historien für einen Chart, sage ich mal, zu bestücken. Und da ist schon mega interessant, dass man ja dann mit 295, wie ich sie jetzt offen habe für meinen Arbeitsplatz, da ein bisschen Nese ist, weil es ja dann Werte gibt, die halt keine Daten, also keine historischen Daten mehr eingeladen bekommen. Deswegen ist der TWS-Datenfeed auf 100 Redner, ja, hat eine Restriktion drin, das ist eine Beschränkung, weil ja der auch eher ein Broker ist als ein Datenlieferer. Also wer da mehr haben möchte und nur für den End-of-Day-Bereich, ja, mein Chart ist jetzt hier auf 5 Minuten, braucht man ja nicht. Man kann ja mit dem Screener gehen, dann ist es halt im Tag, letztendlich eine Woche, auch mit Tages, Moment, Woche umstellen, auch mit Tagescharts kann man einen Wochenchart befüllen, aber natürlich keinen Stundenchart sich anschauen. Ja? Deswegen in dem Fall Yahoo-Datenfeed. Ja, wie bindet man Yahoo-Datenfeed an? Den Tipp zeige ich euch. Disconnected dies, wenn ihr eine andere Verbindung habt, macht ihr die zu, dann klickt ihr auf Hauptverbindungen, neues Konto hinzufügen. So, bei mir seht ihr die Kontoanbindung und da habe ich schon ein Yahoo drin. So, jetzt sage ich mal hinzufügen, eine neue, also weil ihr habt ja Yahoo noch nicht. Dann schreibt ihr da rein Yahoo. So, dann geht ihr auf Anbieter und sucht mal Yahoo ganz unten. Dann klickt ihr auf Weiter. Ja, bei mir taucht das natürlich auf, weil ich das Ding ja schon habe. Also sage ich mal gucken, ob es funktioniert, nur mit dem Namen oder ob er es wieder sagt. Nö, geht. So, und dann würde ich euch empfehlen, hier diesen Echtzeithaken einfach rauszunehmen, weil Yahoo liefert 15 Minuten verzögerte Daten. Das ist schön. Also in dem Fall, wenn er den Haken hier drin lasst, dann würde er alle 3600 Sekunden nochmal die Daten wieder anführen. Dann habt ihr 15 Minuten zeitverzögerte Daten. Macht ein bisschen mehr Aufwand, logischerweise, weil ja immer Daten fließen. Ich würde es, wenn man nur im End-of-Day-Datenbereich Chart sehen möchte, wirklich deaktivieren. Ja, das ist halt wirklich einfacher. Okay, der nächste Schritt wäre fertig und dann fängt das Ding hier an zu rödeln und dann kommt hier Instrumente und Instrumentenlisten. Instrumente, wir sind ja nicht in der Musikfabrik, sind letztendlich Aktien, Futures, CFDs, alles, was es zu handeln gibt. Und die müssen jetzt abgestimmt werden
Und zwar Yahoo bezeichnet ja mit Symbolen, Daimler zum Beispiel, DAI, ja, .de oder so. Ja, und jeder Broker oder jeder Datenlieferant hat andere Namen für die entsprechenden Aktien. Also Teletrader zum Beispiel, wenn man diesen Datenfeed-Anbieter hat, der nutzt zum Beispiel Zahlenkombinationen. Ja, währenddessen Taipan dort Buchstabenkombinationen hat in Verbindung mit dem Kürzel. Und das muss der China-Trader ja wissen, weil er holt sich ja dann durch verschiedene Broker oder Datenfeed-Anbieter gleichzeitig, muss er ja wissen, von wem was ist. Also Sprachenanpassung, sage ich mal einfach. Und dann klickt man hier auf Import und dann geht das hier los und das, dann importiert er letztendlich diese Sprache, damit der China-Trader versteht, welche Aktien Yahoo denn jetzt hier anbietet für den Daten. Das dauert wirklich eine Weile. Ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht zu lange. Wenn das dann fertig ist, dann habt ihr halt in dem Sinne auch ein Mapping fertig für den entsprechenden Datenfeed. Wenn ihr ein bisschen weggeht, gehen wir hier weg. Das habe ich gerade angerichtet. Oh, wir sind bei 1%, okay. Dann habt ihr natürlich diese Dateneinrichtung fertig, wenn das hier durchgerödelt ist. Und habt dann die Möglichkeit, einen kostenlosen Datenfeed für amerikanische Aktien und auch für deutsche Aktien zu erhalten. Nicht alle Neuemissionen sind halt gemappt, weil die Sprache halt immer wieder angepasst werden muss zwischen China Trader und Yahoo. Und Neuemissionen sind halt dann oft nicht am Start. Kann man manuell, wenn man das möchte, kann ich dir eben das zeigen. Selbst hinzufügen ist auch nicht so das Problem, wenn man es kann. So, sind wir schon bei 37%. Also die Möglichkeit mal nutzen, wenn man gar keinen Chart sieht und sich erstmal auskennen möchte mit dem China Trader und da ein bisschen arbeiten möchte, ja, bevor man was bucht und sich verpflichtet, kann man auch erstmal da probieren. Und wenn man dann einen richtigen Datenfeed haben möchte, entweder bei Taipan oder Teletrader, da gibt es dann natürlich auch die entsprechenden Demo-Phasen. Zwischen 2 und 4 Wochen sind die. Und da sind die Kollegen dann auch sehr behilflich. So, dann habe ich eine Frage. Hallo Konstantin, freut mich, dich auch mal wieder zu hören oder zu lesen. Mir ist etwas passiert, dass ich beim Handel der deutschen Aktie auf TradeGate ausgeführt wurde. Also per Smart Routing. Respekt, das habe ich auch schon gehabt. Wo kann man nochmal das Smart Routing für deutsche Aktien auf den Handelsplatz Xetra beschränken? Geht das in der TWS? Ist das irgendwo im China Trader? Ja, super Frage. Das ist in der, du legst das in der TWS fest. Also ich weiß, als ich mein TWS-Konto da eingerichtet habe, da habe ich mich festlegen müssen, ob ich auf das Smart Routing zurückgreife und den entsprechenden Handelsplatz festlege. Also es gibt einmal dieses Smart Routing oder halt, dass man selber sagt, man sucht sich den aus. Das Problem ist einfach, die Order kommt vom China Trader, landet bei der TWS und die TWS sagt sich dann, okay, wenn du Smart Routing angeschaltet hast, heißt das ja im Endeffekt nichts anderes. Die haben halt einen Algorithmus laufen, der sagt, ja, der will die und die Aktie haben, die gibt es an den und den Börsen und wo ist denn jetzt gerade der Kurs am günstigsten? Ja, so das Modell. Und dann schlagen die zu und sagen, hey, du kriegst deine Aktie bei TradeGate und nicht über Xetra, weil da zu dem Zeitpunkt wohl der günstigste Kurs ist. Bisschen müßig, das nachzuprüfen. Muss ich aber ehrlich sein, habe ich noch nicht gemacht. In der Tiefe kann man sicherlich tun, wenn man sich da richtig reinigt und die Daten da ausliest, ob das wirklich dann in dem Fall in der Sekunde so war. Müsstest du dann meines Erachtens in der TWS einstellen. Wenn jemand etwas anderes weiß, kann er mich da gerne drüber informieren. Aber ich glaube, so läuft der Hase dann im Moment. So, da sind wir dann fertig mit dem Ding oder noch nicht. Was ist jetzt hier los? Abbrechen auch nicht. Da sind wir rauf. Da ist okay. Manchmal verschachtelt sich das. Das ist hier das Feld, was uns sagt, wir sind fertig. Dann gehen wir hier raus. Und jetzt haben wir eine Datenfeed-Verbindung Yahoo. Müssen die hier mit dem Haken, hier unter DF, für diejenigen, die das nutzen wollen, Datenfeed, nicht Broker, anhaken. Und dann auch nur diesen Datenfeed nutzen, weil der nämlich in der Datenfeed-Aufschlüsselung hier Stock und Index für mich interessant ist. Wenn ich das aber auch benutze mit Trader-Coach-Daten, die bei einem bestimmten Datenfeed-Anbieter sind,
dann kriege ich natürlich ein Problem, weil wenn ich Aktien von meinem Datenfeed laden möchte und von Yahoo, dann weiß der Junior Trader nicht, Nanu, welche nehme ich denn jetzt von Yahoo oder deine? Ja, die sind real-time und von daher muss man das halt festlegen. Ja? Aber wenn man nur einen einschaltet, ist das egal. Wenn man beide gleichzeitig einschaltet, das geht ja auch, dann wird es ein Problem geben, kriegt man keine Verbindung. So, wenn man das eingerichtet hat, ja, Robert. Nö, will ich nicht entfernen. So, dann würde man hier auf. Jetzt habe ich einen Yahoo-Fehler. Jetzt lädt er mal Yahoo-Daten rüber. Das ist normal, weil es immer wieder, sage ich mal, bestimmte Aktien gibt, die da nicht drin sind. Oh, dann macht er das halt. Hauptverbindung, bin ich da wirklich auf Yahoo geschaltet? Ja, auf Yahoo 1. Kriegt man aber auch, wie man sieht, seine Daten. Und keine Angst, diese Daten vermischen sich nicht. Also der Junior Trader unterscheidet, hey, ich lade die Daten von Yahoo in diesen Ordner, wie bei Windows, und die von den anderen Daten, die ich habe, in den entsprechenden Ordner, wird also getrennt. So, lass den mal laufen. Das ist mir eigentlich wurscht. So, das dazu. Ich hoffe, Konstantin konnte das einigermaßen beantworten. Ja, hallo, sage ich auch zu Ercolino. Interessante Namen heute hier, finde ich. Kann man im AT eine Strategie mit einem Optimizer optimieren, wie zum Beispiel beim Ninja Trader? Das ist eine gute Frage. Ninja Trader habe ich auch mal benutzt, und zwar kurzfristig. Da war mir das Tool nicht so wohlgesonnen, sage ich mal. Ein Optimizer, du kannst Backtesting machen. Ja, also im Endeffekt Haupt, neu, ich glaube hier, Backtest. Ups, dann hast du hier eine Backtest-Plattform, kannst dann hier die entsprechenden Einstellungen tätigen und auch durchlaufen lassen, dir auch Download-Ticks vom Broker holen oder vom Datenfeed-Anbieter, mit dem du halt, sag ich mal, angebunden bist. Und dann kannst du hier deine entsprechenden Strategien durchlaufen. Ein Optimizer, der, sage ich mal, automatisch hinterfragt, wäre dann die und die Einstellung, als Beispiel für den gleitenden Durchschnitt 5 bei 7 besser gelaufen. Wenn du das meinst, dann ist das nicht der Fall, soweit ich weiß. Dann kommt die Frage, kannst du kurz zeigen, wie der Yahoo-Datenfeed eingerichtet wird? Ich glaube, die Frage hat sich dann auch schon erledigt. Wie lade ich die Märkte Nasdaq und S&P 500 herunter? Ist dann smart besser oder nicht, fragt Michael. Ja, eine gute Frage. Wenn man das wirklich mal abprüfen würde, bin ich in der Sekunde in dem Kurs günstiger, die mir die GBS letztendlich zugeroutet hat. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht traurig. Ja, also bei TradeGate hat man halt, sag ich mal, den Vorteil, dass die Gebühren etwas günstiger sind als bei Xetor. Ist ja auch nicht verkehrt. Und die Kurse sind schon annähernd an denen dran, die auch bei Xetra gehandelt werden. Ja. Gerade also beim laufenden Handel, ja, wenn das Ding in der Vorbörse ist, habe ich bis jetzt noch keinen Trade bekommen, weil ich glaube, die TradeGate macht, glaube ich, um 8 auf, glaube ich, und die TWS handelt aber erst ab 9 nach Markteröffnung. Dann sind auch die Kurse besser. Ja. Natürlich hat man vorher einen höheren Spread und so, wenn noch nicht der offizielle Handel ab 9 Uhr in Deutschland gestartet sind. Ich gucke gerade aus dem Fenster und sehe einen fantastischen Sonnenuntergang. So, wie lade ich die Märkte Nasdaq und S&P 500 herunter? Herunterladen ist ja immer eine Wild, weil du willst die ja sehen, ne? Die Märkte. Und Märkte sind ja nichts anderes als Listen. Das ist ja auch eine super Frage, weil die leitet gleich über zum Thema Instrumentlisten. Passt mal auf und zeige ich euch das. Ich zeige es euch bei mir im Screener. Also wenn man Listen hat, dann sind das ja zum einen die Listennamen sind hier oben in Tabs drin. Bei mir sind das halt Marktklima, das sind meine eigenen Listen, die ich angelegt habe. Marktklima, Markt der Welt, ETF. Screener EU, Screener US, Long, Short, Handel, Depot, Intraday, Chart, Webinar und so weiter. Habe ich alles selbst angelegt. Ist auch eine Liste.
mag. Ja? Also von daher kannst du dir merken, man kann Listen anlegen manuell selbst und es gibt Listen, die sind bereits vorgefertigt. Das entspräche dann deiner Liste Nasdaq und S&P 500. Und wie kann ich dann gucken, welche Listen wo vorhanden sind? Ja, also ich habe jetzt hier meinen Screener. Da könnte ich jetzt sagen, wenn ich hier irgendwo einen Tab habe, ich möchte jetzt hier den S&P 500 aufrufen. Dann gehe ich hier oben. Ich bin kein Button-Fan, aber ich mache es jetzt mal drüber auf diesen Button hier oben, List-Chart-Gruppe. Ja, dann kriege ich eine Liste, so wie hier, so ähnlich. Das ist ja meine eigene, die kann man selber verändern. Und habe einen Chart und das als Gruppe. Das heißt, ich habe mehrere Charts. Deswegen heißt das Ding List-Chart-Gruppe. Also nebenbei als Tipp. Klicke ich da drauf, dann sieht man hier oben Instrumentliste. Da müsste jetzt entweder deine eigene, die du schon geschrieben hast, mal irgendwann, wenn du Watchlist eingibst oder Super-Tipps oder meine Longs, whatever. Aber du findest hier auch, wenn du auf den Top-Down-Button gehst, das sind meine, die mein Add-on haben, die haben jetzt gesortierte Listen bereits für Sektoren und so weiter. Und hier kommen wir in den Bereich, was du meinst, S&P 500. So, jetzt nehme ich mal den, ich nehme den S&P 500 nicht, weil da sind ja 500 Aktien roundabout drin, sondern ich nehme mal die ersten S&P 500, die ersten 100. Oder Nasdaq 100 haben wir ja auch irgendwo, wo ist er? Ja, oder davor irgendwo. Da, Nasdaq 100, diese Liste. Da klicke ich dann an. Also List-Chart-Gruppe, Button, Nasdaq 100. Und wenn ich ein Template habe, hier unten, ja, was ist eine Vorlage? Das ist das, was du gerade siehst. Ja, jetzt ist gerade US-Screener drin. Ich würde dann halt für mich, bin gerade im EU-Screener. Ja, nehmen wir mal den Screener EU und möchte das in der Nasdaq sehen. Dann habe ich ja dieses Template, da werden dann halt 1000 Kerzen reingeladen, diese Perioden und das, was ich halt vorher schon mal gespeichert habe. Template anlegen, Vorlage, sprich, ist ein anderes Thema. Aber Listen hier oben kriegst du halt darüber, dann klickst du auf OK, dann bildet sich hier am Ende deine Nasdaq 100. So, dann sagt der hier technische Analysefehler, weil er einen Wert nicht kennt, lass ihn reden. Da passiert Folgendes, aber man sieht, es laden sich trotzdem Kurse rein. Ja, ich kriege auch ein Scanner-Ergebnis. Ja. Selbst mit diesem Tool, aber nicht vollwertig, manche Sachen, ob er Outperformer ist oder nicht, da wird er halt nicht bedient, weil ihnen das Referenzobjekt, sprich die Benchmark einfach fehlt. Das machen wir an. Aber ich habe trotzdem einen Chart. Ja. Also jetzt hier eine Autodesk sehe ich mit einem Yahoo-Datenfeed jetzt auch nicht so schlecht, so vom 23. September. Man kann auch entsprechende Indikatoren damit bedienen. So, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt bin ich gesprungen. Genau, so, das ist halt eine vorgefertigte Liste. Ja. Und wenn du sehen willst und deine eigene Listen erstellen willst, dann machst du das hier rüber. Tools, Einstellungen, Instrument Escort. Ja, das ist kein Begleitservice für Musikinstrumente, ja, die Flöte schön zu Hause lassen, sondern das ist für entsprechende Handelsinstrumente, Handelsaktien, Handelsfutures, Handels, ja, was immer man haben will, die entsprechende App oder das entsprechende Anwendung, die dir hilft bei der Erstellung. Klickst du da drauf, dann öffnet sich ja hier dieser Instrument Escort. Und zum einen kannst du hier links schauen, wie bei Windows, was du alles für Verzeichnisse hast, was du alles für Listen hast. Wenn du bei Stocks mal guckst, machst du es auf, dann siehst du hier irgendwie, welche Sektoren, was es dann gibt und Exchanges. Das finde ich ganz super. Mir hilft das aber nicht so weiter. Statische Listen gucke ich da lieber mal rein und da sehe ich hier meine, die ich angelegt habe. Immer mit Trader Coach, die wissen halt Rohstoffe, Verwaltung, ja, sortiert alles, immer aktualisiert die Listen. Das ist hilfreich. Aber hier gibt es auch welche für keine Kategorie. Wenn du die anklickst, dann sind wir nämlich bei denen, die du meinst. Ja, dann sieht man hier Nasdaq 100 und so weiter. Dann klicke ich darauf. Plus, dann sehe ich auch die Aktien, die drin sind. Klicke ich hierauf. Dann passiert gar nichts, wie ich sehe. Ich dachte, da öffnet sich links was. Nee. Dann sehe ich halt, okay, welche Instrumente drin sind. Will ich die bearbeiten oder eine eigene Liste anlegen, dann muss ich hier oben auf diesen Tab Instrumentlisten klicken, dann schaltet das um. Und dann habe ich hier links, könnte ich jetzt sagen, ich gebe mal eine neue Liste ein, klicke ich da rein und sage Testliste Long. Ja, Namen vergeben.
kann ich auch nur Kategorie hinzugeben, würde ich empfehlen, wenn ihr euch da das ein bisschen abheben wollt. Ansonsten habt ihr alle Listen in so einer endlos langen Reihe. Die schon länger dabei sind, wissen, was es heißt, wenn man sich mal die Listen von den CFDs von IB runterladen, dann hat man, glaube ich, an die 100 Listen. Das ist nicht sehr komfortabel und übersichtlich. Deshalb eigene Kategorie zuweisen, meine eigenen Listen oder so. So, Testliste long, hat man eingegeben, speichert das Ding und dann befindet sich diese Testliste long in der ganzen der Gesellschaft von anderen Listen. Da sieht man IP-CFDs im Ort drin. Das sind meine Listen, da steckt eine Menge Arbeit hinter. So legt man eigene Listen an. Ja. Wenn man Werte hinzufügen möchte, weil man die jetzt als Tipp bekommen hat oder so, dann geht man darauf und sagt, hey, eine Daimler, bitte nicht für voll nehmen, das ist einfach irgendein Kürzel, dai.de, de steht immer für Xetra. Ja, da seht ihr, gibt es zwei, und zwar einmal die Aktie und einmal den CFD. In dem Fall klicke ich die Aktie an und ziehe die rüber und dann ist die in der Liste. Ja, kann man so machen. Kann also auch einfach mal sagen, ich will den DAX haben. Dann gucke ich mal hinter statische Listen. Keine Kategorie. Wo ist der DAX? Na, egal, ich nehme jetzt den MDAX. Klicke den an und ziehe den hier rüber. Dann sieht man ein Pluszeichen und schon lädt er alle Aktien aus dem MDAX-Bereich hier rein. Und die könnte ich halt dann anpassen, bearbeiten mit den entsprechenden Buttons hier unten. Ja, wenn ich eine Bechtle nicht mehr im MDAX haben möchte oder in meiner Testliste long viel mehr, dann klicke ich hier auf Entfernen und dann ist die weg. Klicke ich auf Speichern, dann sind diese Instrumente, die hier drin sind, auch in dieser Liste. Ja. Und ja, kann diese Liste natürlich auch, wenn ihr miteinander, sag ich mal, korrespondiert untereinander, könnt ihr die natürlich auch exportieren, diese Liste. Das wird dann eine CSV-Liste. Ja, hier seht ihr die Listen, die ich für meine Kunden angelegt habe, immer aktualisiert mit Gold, Aktien, Silber, Märkte, Welt, ETF und so weiter und so fort. Könnt ihr an jemanden verschicken und der kann die bei sich wieder importieren und dann habt ihr einen Listenaustausch und müsst nicht die Aktien selber hinzufügen. Finde ich ganz witzig, das Ding, dieses Feature. Macht schon Sinn. So, also wenn ihr jetzt hier Testliste Long habt, ja, meinetwegen eigene oder was immer dazu wird, speichert das Ding, haben wir gemacht, macht zu. Und wollt ihr hier oben sehen, dann geht ihr wieder auf diesen List Shot Group Button. Das ist der hier. Sucht ihr hier, ihr könnt auch was eingeben. Ne? Wir haben eine Testliste da, dann gibt mal Test ein. Habe ich eingegeben. Da ist er. Testliste Long. Auswählen. Template auswählen, was immer ihr wollt. Ja, wenn ihr es gespeichert habt, nehmen wir jetzt mal einen Screener. Macht das auf und dann erscheint hier oben. Testliste long mit den Aktien da drin. Ja. Hoffe, Marc, das hat dir weitergeholfen etwas. Instrumentliste. Wie kriegt man Werte da rein in diese Testliste long? Wenn du jetzt hier in der Nasdaq bist und willst jetzt hier einen Wert übertragen, ja, du hast Nasdaq gescreent, sagst ja, Mensch, die Autodesk, das wäre jetzt mein Kaufding. Wie kriegen die jetzt in die Testliste oder Watchliste long oder wie immer du es magst, dann kannst du hier mit der rechten Maustaste reinklicken und ich bin immer so ein Freund von Menüs, ja, dann öffnet sich das und dann habe ich hier oben Instrument in Instrumentliste kopieren, also ich Instrumente wollte ich schon sagen, ich kopiere die Autodesk-Aktie jetzt in eine bestimmte Instrumentliste. Und zwar muss ich die suchen. Ja, ich habe viele unterwegs. Ja, so, da. Und hier unten ist die Testliste long. Klicke ich darauf, dann wandert die Autodesk-Aktie dort hinein. So, schauen wir mal. Die Autodesk da drin ist. Müsste ganz unten sein. Da ist er. Also so kann man das machen. Es geht sicherlich komfortabler, wenn du jetzt mal so 10, 15 Aktien mal klickst, ja, einen Wolf. Es geht komfortabler, indem man das über eine Actionbar macht. Ja. Actionbar ist kein Film, also kein Actionfilm, sondern ist diese Leiste hier. Machina Trader hat den Vorteil, dass man, mach den mal groß den Chart, Funktionen, Indikatoren, ich habe den SMA200 hier drin, reinlegen kann, nur wenn man drüber hovert. Ja, ich kann aber auch anklicken, dann bleibt das Ding da drin.
Das ist schon vorteilhaft. Und hier kann ich mir, wenn ich das möchte, einen Button anlegen mit einer entsprechenden Instrumentliste drin, wo ich dann raufklicken kann und dann wandert der Wert, wenn ich auf den Button klicke, in die Watchlist zum Beispiel. Kann ich auch mal schnell zeigen. Hoffe, das klappt auf Anhieb. Das ist mal spontan. Also hier auf diesen Werkzeugschlüssel, ich sage mal Hammer und Sichel, ist aber nicht, klicken und Instrumentliste anklicken. Dann hat man hier so ein Auswahlfeld, da klickt man drauf. Und dann seht ihr hier, ja, wo sind alles meine Listen, mit dem Plus-Plus davor und so weiter. Testliste Long. Da unten ist sie. Die wähle ich aus. So. Und dann klickt bitte nur hier auf Apply. Do not drück on this Button. Also hier nicht raufklicken, hier raufklicken. Apply und OK. Und dann findet ihr hier oben das Ding. Diesen Button. Ja. Der macht natürlich hier keinen Sinn, weil wir sind ja in der Testliste Long. Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der aufpasst hat, das ist richtig. Müsste ich jetzt eine andere Liste nehmen. Prinzip ist immer das gleiche. Also ich bin im Screener oder ich habe eine NASDAQ. Ja, da habe ich den jetzt nicht drin, weil es halt verschiedene Tabs sind. Und die Layouts zählen halt immer nur für den Tab, wenn ich auf Play drücke. So, wenn ich jetzt aber in der NASDAQ bin, mache ich das nochmal. Es geht ja schnell, damit man es auch nochmal sieht. Diesen Hammer und Sichel-Button, Instrumentliste. Ja, da sind ein paar mehr drin bei NASDAQ 100. Dann hole ich mir aber noch einen Button dazu. Testliste Long, wo ist er? Da. Oh, den will ich nicht da unten haben, den schiebe ich dann nach oben. Na, so geht's nicht, sondern nach oben bewegen, zack, 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 zack. Auf Apply und okay, dann habe ich hier Testliste. Und so. Und jetzt kann ich im Endeffekt hier in der NASDAQ, wenn ich einen Screener habe, der sieht bei euch sicherlich anders aus, ist ja mein eigener, dann habe ich hier eine AMD-Aktie und schaue mir die an und sage, wenn da auch mal eine Historie kommt, da hängt sich irgendwie auf. Dann nehmen wir halt eine andere, dann nehmen wir halt die Amgen-Aktie und ich sage, wow, ich will jetzt hier long gehen. Wie gesagt, nur ein Beispiel, selber nachdenken. Dann habe ich hier einen Button Testliste und der ist jetzt dunkel. Bedeutet, die Aktie ist nicht in der Liste Testliste long drin, sondern ich kann ihn hinzufügen jetzt mit einem Klick. Dann wird das Ding rot. Damit ist die Amgen jetzt in der Testliste long drin. Schauen wir mal nach. Klicken wir drauf. Die fügen sich immer unten ein, die Werte, da ist die Amgen drin. Und somit kann ich halt meine Watchliste befüllen. Habe jetzt keine Lust mehr auf die Amgen, weil die sagt, die will ich doch nicht mehr long handeln. Dann kann ich die aus dieser Liste entfernen, indem ich hier raufklicke. Bitte nur einmal raufklicken, weil das Ding muss hier markiert sein. Achtet mal hier unten auf Amgen. Ich klicke gleich auf den Button hier oben, Testliste long, dann verschwindet die. Jetzt klicke ich und die ist draußen. Die Autodesk möchte ich auch nicht haben. Klicke ich nochmal, sie draußen. Achtet bitte darauf, die Markierung rutscht höher. Wenn ihr mehrfach drückt, haut ihr euch dann die entsprechenden Aktien leider raus. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Das sind, sagen wir mal, so ein paar Dinge zu der entsprechenden Liste. Marc fragt noch, wie werden Kategorien eröffnet? Das ist ganz einfach. Das Prinzip bleibt dasselbe. Ne? Tools, Einstellungen, Instrument, S-Code brauchst du dafür. Und wenn du dir ein Konzept erstellt hast, dann machst du hier eine Liste auf. Ja, weiß ich jetzt nicht, wo jetzt mal. Testliste und dann arbeitest du im Endeffekt, weißt du das einer Kategorie zu, wenn du es möchtest. Oder du schreibst einfach eine rein. Ja. Test zu der entsprechenden Liste. Wenn du die aussuchst, Testliste Long meinetwegen. Die hier unten irgendwo war, da ist er. Und dann suchst du die entsprechende Kategorie aus, die du halt auch aussuchen kannst oder selber schreiben kannst. So kriegst du halt eine Auswahl von Kategorien. Ich kann nur sagen, viele meiner Kunden haben wirklich Probleme, sich so einen Arbeitsplatz zu erstellen. Das mal als kleinen Tipp. So ein Ding dauert, wenn man sich das wirklich konzeptionell ausdenkt, von der Signalerstellung bis sonst wie, habe ich über ein Jahr gebraucht. Das hängt aber auch mit der Strategieabbildung zusammen. Wenn man einen Arbeitsplatz hat, den man als Vorlage hat, muss man sich an diesen Arbeitsplatz auch einarbeiten.
Macht euch vorher Gedanken darüber, was ihr eigentlich wollt. Es ist immer schön, wenn man etwas einfügt, wenn man aber so viele Tabs hat, so wie ich, wo man halt strukturiert vorgeht, schaut ihr das Marktklima an, was machen die Weltmärkte, ETFs, wie sieht die Gesamtsituation in der Welt aus, wie viele rote Lampen gehen hier an, wie viele grüne, dann weiß ich Bescheid, wo ist stark angesagt, wo ist Schwäche. EU-Sektoren, US-Sektoren, die, sage ich mal, letztendlich haben. Das Schöne ist, man hat sogar US-Sektoren, die mit dem Yahoo-Datenfeed hier befeuert werden. So, wenn man das alles erstellt, dann muss man wissen, welche Charts braucht man dafür, wie sollen die aussehen, und das muss man im Template speichern. Macht euch da auf jeden Fall vorher ausführlich Gedanken, weil wenn ihr am Ende feststellt, ihr wollt das und das noch hinzufügen und ihr habt viele Tabs offen, viele Charts, dann macht es eine Menge Klickerei aus. Ja, deswegen vielleicht ein Coaching doch nicht so schlecht, wenn man am Anfang anfängt und ja, so eine kostenlose Stunde ist ja auch ganz nett, wenn man gleich mal so auf die Fallstricke hingewiesen wird. Dann sind wir schon bei 18.54 Uhr. Es ist unglaublich, wie schnell so eine Stunde vergeht. Und ich finde es jetzt schon klasse, dass ihr da so viel Fragen mitgestellt habt. Marc schreibt nochmal und nochmals, wie wird ein Template erstellt? Ja, Marc, ein Template. Das ist eigentlich ein eigenes Thema fürs nächste Mal. Aber ich hatte es auch schon mal in einem anderen Helptest. Templates gibt es immer für viele Sachen. Ne? Also, dass man ganz schnell im Schnelldurchlauf, damit ich dich jetzt hier nicht hängen lasse und kurz den Hahn abdrehe, bevor es Feierabend ist. Ich habe hier einen Chart. Also da, wo meine Maus ist, das ist ein Chart. Das ist ja nicht so schwer. Dazu zählt auch hier dieses Actionware-Ding. Dieses Bild ist ein Chart. Das kann ich abspeichern. Der speichert auch genau das, worum meine Maus gerade fährt. In diesem Chart. Habe ich zwei Charts, ja, dann ist das eine Chartgruppe. Sehr logisch, ich habe zwei Charts. Das geht maximal bis vier. Also vier Chartbilder zu demselben Instrument. Ne? Kann ich einstellen. Und habe ich eine Liste dazu versus Screener, dann habe ich eine List-Chart-Gruppe. Ja, Liste, weil hier die Liste ist, so kann man es gut merken. Ein Chart sind zwei Chart, ist eine Gruppe. Und dazu kann ich jeweils ein Template erstellen. Und meine Empfehlung ist, auch wieder ein Tipp, wenn ihr etwas erstellt, macht erst einen Chart fertig. Also nur dieses Rechteck hier im Endeffekt, wie das aussehen soll, welche Farbe ihr haben wollt, welche Dinger hier im Action Bars, dann speichert ihr das ab. Rechtsklick in den Chart, ja, wenn ihr alles fertig gebastelt habt. Einstellungen. Jetzt bin ich wieder so ein Rechtsklick-Fan. Ja, müsst ihr ganz nach unten fahren, nicht nach unten ins Erdgeschoss, fast nach unten. So, da steht Chartvorlagen, nicht Chartgruppe. Deswegen ist auch diese Selektion wichtig. Chartvorlagen, speichern unter. Und ihr seht, ich habe wirklich alles extra gespeichert, was für meine Kunden wichtig ist, damit sie es auch wiederfinden. Ihr könnt dann oben einfach einen Namen vergeben unter Select. Und dann gebt ihr da einfach einen Namen ein und habt dann eine Chartvorlage eingerichtet. Also nur für den Chart. Ne? Chartgruppe, also List-Chartgruppe, wäre dann, wenn ihr einen Chart habt, noch einen Chart und die Liste und das speichern wollt, Rechtsklick, Einstellungen, Chartgruppe. Ja, dann habt ihr hier, wo ist denn? Vorlage, Speichern unter. Und jetzt bin ich tatsächlich auf dem zweiten Bildschirm gelandet. Was ihr dann seht, machen wir da mal rechts. Vielleicht kriegen wir es jetzt drauf. Einstellung, Chartgruppe, Vorlage. Vorlage, speichern unter. Da ist er. Dann rutscht auf den, geht auf Select und vergibt auch hier wieder einen Namen dafür. Schnelldurchgang, ich weiß es nicht einfach, Marc. So könnt ihr das regeln. Moin Dennis, auch aus der Perlentauchergruppe bei mir. Ich grüße dich. Hab's nicht rechtzeitig geschafft. Bis Freitag, liebe Grüße. Ja, wir machen auch cool. Vielen Dank, sagt Marc. Super, gerne. Ja, Dennis, wir machen auch interne Webinare über Zoom in meiner Perlentauchergruppe, immer zum Margina-Trader-Thema und auch zum Trading für Perlentaucher logischerweise. Das ist eine interne Gruppe und da mache ich halt auch Webinare mit meinen Kunden zusammen. Ich mag es, wenn man einen guten Austausch hat, das ist halt wichtig. Ja, deshalb fand ich auch die Idee toll von FX Flat hier so ein Agina Trader Helptest zu machen und das lebt ja von euch. Also herzlichen Dank an Marc, an Ercolino, an Micha, Konstantin und Piet, dass ihr das damit Leben gefüllt habt und auch die Stunde für mich sehr
informativ und auch sehr nett gemacht habt. Also von meiner Seite aus wäre ich jetzt fertig. Ob der Wolfgang schon eingeschlafen ist, ich glaube nicht, denn er ist ja immer sehr interessiert, noch was mitzunehmen. Der schickt Nee, der nämlich Wolf. immer eure Fragen. Nee, Da der ist er. Wolfgang ist nicht eingeschlafen, weil für mich ist das genauso interessant wie für die Kunden auch. Ja. Das ist halt immer lustig, wenn ich halt Fragen gestellt bekomme, wo ich dann auch sage, lest die Frage langsam vor, damit du noch nachdenken kannst. Ja, also, ich weiß auch nicht alles. Von daher war das schon sehr, sehr interessant heute wieder. Und auch, weißt ja immer, die Fragen zusenden kommt immer gut, da so eine Art Content zu haben. Ich habe immer was im Petto, was aktuell ist. Wir werden immer aktuell die Sachen behandeln von Agina Trader, was gerade los ist. Ja, wie bei diesem Hinweis von der TWS. Was ja sehr dienlich ist, und ansonsten bleiben wir da immer dran an der Thematik. Von mir aus bin ich fertig, bedanke mich schon mal von meiner Seite aus und begrüße euch dann wieder, als Wolfgang, jetzt weiß ich gar nicht, weißt du, wann zwar im nächsten Monat ist? Gute Frage. Kann ich jetzt so Gute schnell nicht Frage. rausfinden? Ist, glaube ich, wieder die dritte Woche im Oktober ungefähr. Glaube ich, da sind wir auf jeden Fall. Aber wenn ihr euch angemeldet habt, dann kriegt ihr sowieso eine Info-Mail. Obwohl die ja immer, da steht immer drin, 16 bis 17 Uhr. Das liegt wohl irgendwie an dieser komischen Zeitverschiebung, als es mal angelegt wurde. Ihr wisst aber, also es ist um 18 Uhr. Sonst wäre der jetzt nicht hier. So, ja, von meiner Seite aus schönen Abend für euch und Wolfgang, schönen Dank für die Ankündigung und dann hören wir uns wieder. Ne? Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Das hat das Webinar echt interessant gemacht. Und ja, ich wünsche allen erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal.